und herzlich willkommen, oh Gott, zu einer weiteren Folge XXL Farm auf der Marchfelder Land mit dem Malonation LP und dem Tiger Farm 34. Hallo. Hi. Kannst du mal meinen Traktor übernehmen? Ne, ich hab Fasttrack. Nee, der auf dem Feld mit Tiefenlocker. Ja, ich hab ja hier Tiefenlocker. Nee, den anderen. Nee, ich mein schon den. Tipp mal durch. Nein. Warum nicht? Der ist wie... Ja, nee, ich hab hier einen anderen, der ist stärker. Nein, ich nehme keinen von dir. Was von John Deere? Hä? Welchen John Deere? Das ist dein Fahrzeug. Ab jetzt. Mir egal, ich nehme JCB. Was von JCB? Was von John Deere? Wir haben dir extra einen neuen Traktor besorgt, weil deiner letztes Mal doch so kaputt gegangen war. Konnte doch nicht mehr aufstehen. Wo ist mein Fendt? Was für ein Fendt? Ja, du wolltest nicht in deinen neuen Traktor einsteigen, jetzt hast du Pech gehabt. Ja, alles du hast von uns einen neuen Traktor spendiert bekommen. Gell? Weil du den anderen kaputt gemacht hast. Also dein Fan. Naja, okay, da war ich nicht ganz unbeteiligt. Ja, aber Tiger ist schuld. Ey, jetzt hat er sich gerade ein Fan gekauft, oder? Ja. Der wird sofort wieder verkauft. Schade. Nicht ohne mein Fan. Ja, dann komm her und arbeite was. Dann darfst du den Fan behalten. Warum? Wir hätten ihm die Berechtigung wegnehmen sollen. Das ist eigentlich nur Minus, was ihr macht. Warum habt ihr ihn überhaupt verkauft? Was habt ihr euch dabei gedacht? Ey, wir haben letzte Folge so gut gewirtschaftet. Wir sind mehrfache Millionäre. Ja, alles kein Thema für uns. Sieht man. Ja, du hast. Weil du jetzt gerade einen Fendt gekauft hast. Du machst uns arm. Gell? Das waren vorher 700.000, keine 5 Millionen oder so. Nee, ja. Wir waren ja auch mehrfache Millionäre. Also genau. Wir waren zweimal Millionäre. Und dann ging das Geld wieder weg. Wir waren Millionär, dann haben wir was gekauft, dann waren wir wieder Millionär, dann haben wir wieder was gekauft. Und mein Fan verkauft. Ja, eben. Ja, das war die zweite Million, die wir gewonnen haben. Wow, Alter. Nee, aber wir müssen ein bisschen reinglotzen hier. Feld 16 muss geerntet werden. Wenn du mit dem Fendt herfährst, dann bring bitte den Kalkstreuer mit. Wieso nicht die Sämaschine? Weil die Sämaschine schon hier steht. Die stehen aber zwei im Shop. Die brauchen wir für Feld 13 dann. Aber nicht in der Aufnahme. Den Kalkstreuer brauchen wir, weil das Feld 16 muss gekalkt werden. Ist alles durchdacht, was wir hier tun. Ah, und auch der Pennenverkauf ist auch durchaus. Ja, weil der Johnny dein Fahrzeug ist. Nein, ist er nicht! Doch, ist doch viel schöner. Ich fahre keinen Johnny, da kriegst du mich nicht rein. Warte mal, darf ich da an Folge, warte, Moment. Das war ein Muss. Da musste ich! Das war eine Ausnahme. Wo auch immer der Kalksteuer ist, der ist hier nicht. Da ist ja dieser Kackstrautmann da. Folge Nummer 12, XXL Farm. Ja. Komm bloß her mit deinen, keine Ahnung, was du willst. John Deere ist schön. Nein. Fendt so öl. Nein. Was ist denn los mit deinem Mikro, ey? Ich bin gerade richtig sauer. Warum denn? Ja, warum wohl? Brauchst ein Tempo. Verstehe da nicht. Das Problem ist. Banned from the server. Permanently. Das wird schwer bei einem lokalen Host. Ich meine vom TS. Ach so. Aber okay. Dann gehen wir auf Discord. Oder auf einen anderen TS. Also, das wäre jetzt nicht so das Problem. Ja, aber Malonation, wir müssen jetzt aufhören, weil wir brauchen doch eine billige Arbeitskraft. Ach ja, das stimmt. Der bekommt ja noch nicht mal den Mindestlohn.
Das Problem ist, wenn er kündigt, sehe ich es nicht mal. Ja. Hat er schon gekündigt? Ja. Ernsthaft? Ja. Lol. Da ist jemand ein bisschen sauer. Och nee, immer diese. Gut, dann mache ich ja nicht. Nein, das musste jetzt noch sein als Abschluss. Wenn du nicht willst, das willst du dann. Doch, bitte. Nö. Bitte, bitte. Bitte. Darfst du auch deinen Fan fahren? Nein, schönen Tag euch noch. Tschüss. Da ist jemand ein bisschen sauer. Nein, der kommt gleich wieder. Hoffe ich. Jetzt wird man nie fertig mit dem Feldpflügen. Wo ist er denn hin? Komplett weg. Oder hat der Discord Teamspeak geschlossen? Ja. Nee, er spielt Euro Truck Simulator. So ein Held. Ist der jetzt wirklich so pisst? Ja. Tiger, das ist ein Spaß. Du kennst mich doch inzwischen ein bisschen. Ein bisschen. Ah. Eigentlich hätte ich gedacht, dass er gleich wieder kommt. Ich glaube, das wird nichts mehr. Oh. Und das gerade, ey, wir hätten das nach der Arbeit machen sollen. Ja, wäre schlauer gewesen. Auf jeden Fall. Schade. Wie schnell fährst du eigentlich? 12 km/h. Okay. Dachte schon, du wärst langsam mal wieder tiefenlocker. Ups. Oh nee. Ich musste mal wieder nach dem Feldstatus gucken. Also wenn du das kurz hintereinander machst, dann ist okay. Ja, ja, aber wenn es ein bisschen länger war, dann. Ja, denn. Dann leckt's. Weil es dann automatisch gespeichert wird. Oder? Oder ist das aus? Nee, ist aus. Achso. Aber dann muss er nicht so viel zwischenladen. Ja, dann muss er nicht so viel speichern. Ja. Jetzt steht sein Fast Truck mitten auf dem Feld. Och, ich glaub's ja nicht. Weil er dachte, da müsste er noch fliegen. Dass er jetzt wirklich geliefert hat, ey. Vor allen Dingen, das Ding ist, dass man so doll keinen John Deere mag, ist sogar fast ein bisschen übertrieben. Fast? Ein bisschen kann nicht, wie man Fendt mögen kann. Ja. Hat Spaß. Ich muss nach der Aufnahme die Situation klären. Ich glaube auch. So geht das nicht. Wir brauchen eine Arbeitskraft. Ja. Hat sich den Fendt ja auch wieder gekauft, das war mir ja auch logisch, klar. Aber zu dritt kann sie halt deutlich mehr wegschaffen, dann wären wir nach der Folge wahrscheinlich fertig mit dem Feld. Und zu zweit, da brauchst du halt doch ein bisschen länger. Ja. Vor allen Dingen, ich glaube 16 ist sogar einer der kleinsten Felder, ne? Das ist das Peinliche daran, ja. Eigentlich ist es klein, aber irgendwie brauchst du doch so ewig. Also für die XXL-Farm ist so eine Map
Perfekt. Passt auch schon zu groß. Aber wenn du mit den ganz kleinen anfängst, also mit den kleinsten Flug und so, dann bist du da ja gefühlt ein Jahr. Vergiss es. Dann bist du da ja mit ein Jahr damit beschäftigt. Es wäre krank. Ich habe ja noch eine Streaming-Map von der Marchfelder Land. Oder ein Safe-Game, Streaming-Safe-Game. Ja. Und da habe ich Feld 11 gekauft. Ja. Das ist das größte Feld hier. Und habe dort mit Drescherverbund geerntet. Das war auch nice. Hat aber trotzdem eine ganze Ecke gedauert. Ja. Und da bin ich gerade, genau, da bin ich gerade mit dem Quadrack und dem Pflug am Pflügen. Und der gibt 5,5 Stunden an. Oh, große Nachfrage bei Viva. Mal gucken, was es da für ein gutes Angebot gibt. Mail wäre gut. Ah ne, hast du schon verkauft, gell? Ich glaube, da ist noch was drin. Ich habe nicht alles verkauft. Ja, in der Produktion war auch, ne? Ja. Ne, das ist nur für Schweinefutter. Uninteresting. Ja. Langweilig. Guck mal, dass sie keine Stellen auslässt. Das müssen wir da am Ende nochmal drüber fahren. Ja. Ne, müssen wir eigentlich nicht. Wir haben direkt Zeit. Ja. Nee, so kleine Stellen sind dann okay. Gut. Aber wir schaffen schon einiges. 18 Meter Arbeitsbreite haben wir. Oder 19. Wobei man halt auch nicht immer die ganze Arbeitsbreite ausnutzt. Naja. Wo bist du denn? Oben auf dem Berg gerade. Oben auf dem Berg. Glaub, hier oben sind wir gleich fertig. Ja, das ist gut. Dann muss man da nicht immer den kompletten Berg hochgurken. Ich muss da wahrscheinlich nochmal hin. Und ja. Du vielleicht nicht mehr. Ja, ich fahre jetzt gleich wieder hoch. Ja, da kämpft sogar der Ace. Ich muss sagen, der Johnny kommt da eigentlich recht zügig hoch. Ein Grund mehr. Also 4 km/h weniger als sonst habe ich denn. Was für ein Ding hast du? Wie was für ein Reparaturstatus? Traktor hat 6,3% erst. Ja. Und Pflug? 14,3. Okay. Nur gerade jetzt gleich 18. Aber komm, ich guck mal, wie meine hier hochfährt. Aber bei 12 bleibt. 11. 10. Aber hier fährst du halt total in die Steigung rein. 9. Und hier bist du halt voll. Wenn du so ernsthaft ehrlich in Real Life fahren müsstest. 7. Brutal. Oh! Er ist wieder da! Wer? Wo? Wie? Tiger. Herr Tiger Farm. Herr Hans-Peter Tiger Farm. Ich möchte mich offiziell bei Ihnen entschuldigen. Hier vor allen Zuschauern, den 5, die reinschauen. Ist er wieder weg? Lol.
Ja. Will der mich flachsen oder was? Entschuldige ich mich hier schon offiziell und dann? Macht er sowas. Vor allen Dingen, warum kommt er denn hier nochmal rauf? Wenn er eh wieder disconnected. Hm. Du bist gerade oben, ne? Jo. Aber du musst auch nochmal. Und ich bin unten. Oh. Seh dich aber nicht. Ne. Vielleicht. Soweit reicht leider die Renderdistanz von LS19 nicht. Warum auch immer. Die das nicht hinkriegen. Oh, ich bin auf jeden Fall jetzt schon gespannt, auch wenn es noch ein Jahr dauert, was in LS21 reinkommt. Also. Ich finde also fast. Was da neu ist. Ja, aber ich finde fast, sie sollten sich mal. Also es ist schon übelst getaktet mit dieser 2 Jahre, beziehungsweise eigentlich 1 Jahr Entwicklungszeit. Ja. Wenn man die 1 oder die geraden Versionen mit dazu zählt. Ich finde aber fast, sie sollten 1 Jahr mal wirklich auf Performance arbeiten, hinarbeiten. Und auf solche Geschichten wie Helfer oder sowas. Ja, genau. Oder dann halt mal ein übelstes, wo sie halt gucken, dass es auch wirklich. Also guck mal, die Renderdistanz, wie nah das ist. Das sind. Der Pflug hat 8 Meter. Das sind vielleicht 50 Meter, die du sehen kannst. Und danach wird es verschwommen. Ja. Also da finde ich, da könnten sie mal ein bisschen nachbessern. Und vor allen Dingen, die haben ja LS19 mit richtig vielen Bugs und so rausgebracht. Das kommt noch dazu. Wo sie sich einfach drauf verlassen, dass die Community da Entwicklungsarbeit leistet oder Testarbeit. Dann hätte man, na klar, es wird auch erwartet, das Spiel, aber dann hätte man wirklich sagen können, ja, verschiebt sich, weil noch viele Bugs da sind und so. Ja. Dann wäre das ein besseres Spiel als die ersten 2 Wochen, die waren ja komplett verbuggt, die Sachen. Du konntest das war ein unfertiges Spiel. Ja. Und dafür hast du dann aber sogar eine Vorbestellung gemacht, wo du im Endeffekt nichts dafür hattest. Ja. Klar, ich habe einen Mahindra, aber John Wayne. Also diesen Gator. Barona, du bist ein bisschen langsam. Nee, ich arbeite gerade hier eine Ecke raus, dass du da nicht. Ja, und ich bessere deine Dinger hier immer aus. Eine muss. Mittlerweile bin ich schon auf dem Berg. Ja, ich dreh gleich um. Dann fahr ich vor dir her. Jetzt fiebt mein Headset wieder, meine Kopfhörer wieder so komisch. Hier, guck mal, was für eine schöne Rundung ich dir da reingebaut habe. Du machst jetzt bestimmt wieder kaputt. Könnte sein. Wie viel Kamera fährst du? Ja, jetzt 12. Okay, dann fahren wir gleich. Ja, siehst ja, welche Stelle ich getiefenlockert habe. Nee, ich mach deine Rundung nicht kaputt. Doch. Siehe da. Sehe ich sogar von hier. So weit reicht die Renderdistanz. Gut, liebe Freunde. Aber dann bedanken wir uns fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder Kommentar da. Am besten alles. Premium Supporter Nummer 2. Und bis am Morgen. Haut rein, macht's gut. Tschüss. Tschüss.